Martians take the crown. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu Elden Ring. Und heute gibt es Loot, oder besser gesagt, es gibt eine 50% höhere Chance auf Loot für euch. Und zwar, wir haben uns ja letztens schon den goldenen Federtierfuß angesehen, mit dem wir 30% mehr Runen erhalten. Und heute gucken wir uns den silbernen Federtierfuß an, mit dem wir die Chance auf 50% mehr Loot haben. Das ist massiv, das lohnt sich. Und deswegen machen wir das Ganze, denn auch diesen könnt ihr euch wieder craften, selber herstellen mit ganz, ganz einfachen Zutaten. Kann da gekocht und gebrutzelt werden und dann der Federtierfuß verschlungen werden. Gibt euch für 3 Minuten einen 50%igen Entdeckungs- oder Loot-Buff, dass ihr besseres Loot bekommt. Wir beginnen hier an der 3. Kirche von Marika, wie ihr das im Hintergrund hoffentlich gut erkennen können habt. Und ich hoffe auch, dass ihr dementsprechend in der Lage seid, den Wegpunkt bereit zu haben. Das Spiel ist jetzt alt genug, eventuell sollte jeder haben und es sollte ansonsten jeder mit der Einblendung in der Lage sein, im Gegensatz zu mir hier den Berg hochzuspringen, sollte jeder von euch in der Lage sein, dorthin zu kommen, zur 3. Kirche. Von der 3. Kirche ist es gar nicht so weit zu unserem Rezept. Das Rezept können wir uns auf 2 Arten und Weisen holen. Auf eine Art und Weise im Elden Ring Modus, sprich mit Sterben, dem Demon's Souls Modus, mit ich sterbe einfach und dann kriege ich das schon. Wir reiten zu dieser Kirche hier, die ihr da vorne seht, dieses kleine verrottete Gebäude. Und sobald das passiert, sobald ihr da nah dran seid, ich werde jetzt automatisch dismounted. Genau, da bin ich nicht abgestiegen, das war automatisch. Und jetzt kommt gleich die Meldung. Erstmal seht ihr hier, alle Schnellreisepunkte sind gesperrt. Holt euch den Schnellreisepunkt eventuell rechts von mir noch, bevor ihr das Ganze macht. So, weil wir werden jetzt nämlich hier sterben. Das ist die einfache Variante. Wir haben wieder eine Invasion. Ich hau hier ein bisschen meine Kiesel rein. Und bumm, da bin ich down. So, und jetzt, wenn wir wieder zurückkommen, um unsere Seelen einzusammeln, dann spawnt der Invader nicht sofort direkt vorne am Eingang zur Kirche. Wir können wirklich in Ruhe in die Kirche hineinreiten. Da seht ihr den Schnellreisepunkt, den ich euch empfehle, der direkt daneben liegt. Das sind hier ein paar Meter. Dann reiten wir darüber, gehen rein in die Kirche, haben dann wieder die Invasion, aber können uns erstmal die beiden Items holen. Ob wir da jetzt von irgendeinem Nachteil haben, kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Wir nehmen die Runen von vorne mit, die wir gerade haben liegen lassen und können jetzt hier in Ruhe reinrennen. Die Invasion kommt auch gleich wieder, aber wir sind halt drin in der Kirche, haben hier unsere Ruhe und dort können wir das Rezeptbuch einsammeln, was wir haben möchten. Das ist das eine, das ist das zweite. Und bei dem zweiten Buch eben gerade war das Rezept dafür dabei, dass wir jetzt, dass wir kochen können, richtig. Entschuldigung, den silbernen Federtierfuß. So, gerade nochmal hin. Pfeil und Bogen, das war schon knapp. Ihr könnt sie natürlich auch down machen als Belohnung dafür. Deswegen habe ich nochmal den Kampf mit reingenommen. Gibt es einen Talisman und zwar für eure Arzneimittelflasche, den ihr dort... Nee, Blödsinn, genau, hier gibt es einen Talisman. Sorry, nicht für die Arzneimittelflasche. Hier gibt es einen Talisman. Und der sorgt für mehr Heiligschaden. Das war es, glaube ich, gewesen. Wir sehen es gleich. Deswegen interessiert er mich gar nicht. Deswegen habe ich es mir auch nicht großartig gemerkt, weil wir hatten mehr Heiligschaden, dafür weniger Resistenz. Irgendwie das war es gewesen. Während ich mich hier ganz gut vermöbeln lasse, nehmen wir nochmal einen Schluck aus der Flasche, wo ich gerade von Arznei geredet habe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Gesundheitstränke dabei habe. Die ist recht flott mit Angreifen, aber danach macht sie eine gute Pause eigentlich, nach diesem Angriff. Wenn sie da kurz ihr Schwert in den Boden stampft, dann macht sie kurz eine Pause und dann können wir da ein bisschen besser reinkasten, dann ist sie nicht ganz so flott unterwegs. Naja, als Nahkämpfer sowieso eine ganz andere Geschichte, aber als Caster wollen wir ja ein wenig Entfernung beibehalten. Und dann gibt es hier, wie gesagt, den heiligen Skorpion-Talisman. Und der Name sagte schon, das Ding ist natürlich für Heiligschaden gedacht oder für Heiligzauber gedacht. Stärkt heilige Angriffe, senkt die Schadensresistenz. Das macht das gute Stück, wenn ihr also dort den Invader wegmachen solltet. Das Rezept haben wir jetzt sowieso schon in der Tasche. Das haben wir gerade aufgenommen. Wir gucken kurz rein in die Objektherstellung und sehen dort silberner Federtierfuß. Und wenn wir dann hier auf die Zutaten gucken, dann kommen uns die sehr bekannt vor. Roverfrucht, Federtierfuß mit 4 Zehen
und silberne Glühwürmchen. Also wir brauchen praktisch genau dieselben Zutaten wie für den goldenen Federtierfuß, nur dass wir diesmal silberne Glühwürmchen brauchen. Die Roverfrucht ist identisch und auch die Drops von den Pinguinen, sage ich jetzt einfach mal, die Federtierfüße, die Krähenfüße, wie auch immer. Das hier nur ganz kurz, ansonsten schaut rein ins andere Video. Wir sind am Spawn, sammeln hier ein paar Roverfrüchte ein, gehen zum Schnellreisepunkt, hocken uns da ab, gehen wieder hoch und so weiter und so fort. Wie gesagt, wer das ausführlicher möchte, gucke bitte im Video nach Goldener Federtierfuß. Deswegen mache ich das hier auch alles mit dreifacher Geschwindigkeit. Wir sind am Start, reiten einmal hier rüber, gucken, wo wir keinen Fallschaden bekommen. Hier, wunderbar. Reiten hier durch zum Händler, kaufen dort einen Bogen, 600 Runen und kaufen Pfeile, 50 Stück für 1000 Runen zum Beispiel. Und dann geht es ab zur vierten Kirche von Marika. Hier oben sind die Händler und hier dieser Weg lang führt zur vierten Kirche von Marika. Und damit kommen wir dann an unseren Strandspot, wo wir unsere Vögel farmen für die Krähenfüße. Wie gesagt, ausführlich gibt es das im goldenen Tierfuß-Video. Im goldenen war richtig, wo wir 30% mehr Runen bekommen. Das ist hier wirklich nur die Quick- und Dirty-Variante, damit ich euch nicht zwinge, in ein zweites Video hineinzuschauen. Ja, so habe ich dabei gedacht. Zum Strand mit Pfeil und Bogen ausgestattet und dann machen wir hier die ganzen Vögelchen weg und bekommen da unsere Füße her. So, damit aber Schluss. Damit kommt jetzt noch eine Sache, die fehlt, und zwar die silbernen Glühwürmchen. Dafür kriegen wir die hier direkt hier vorne in der Hainhöhle. Wir gehen hier einmal zur Kirche von Ellie, reiten dann hier hoch bis einmal gegen die Felsenwand sozusagen. Falls ihr es nicht habt, ne, ich habe beim letzten Mal kam ein, zwei Nachfragen, ne, ihr könnt natürlich hier bei dem Händler das Set kaufen, um überhaupt craften zu können. Da gab es wohl Verwirrung und deswegen hier nochmal ganz kurz dort den Werkzeugsatz. Den braucht ihr natürlich, um craften zu können. Aber das hatte ich schon in meinem allerersten Video zu Elden Ring gesagt. Deswegen hatte ich das im letzten gar nicht erwähnt. Hier nochmal ganz kurz als Anmerkung. Gut, also Kirche von Ellie sind wir. Und dann reiten wir einmal hier zur Hainhöhle. Habe ich euch ja gerade gezeigt auf der Karte, wo das gute Stück ist. Da vorne sind am Eingang ein paar Wölfe. Kann man wegmachen, muss man nicht. Man kann auch durchlaufen zu den Glühwürmchen, verrecken und wieder durchlaufen zu den Glühwürmchen, falls man überhaupt verreckt. So stark sind die Wölfe ja nun wirklich nicht hier im Anfangsgebiet. Aber ich habe sie weggemacht. Als Caster sowieso ja eine relativ angenehme Sache. Mache die weg, sammle meine Glühwürmchen. Mache eine Schnellreise hier vorne zu dem Lagerfeuer, renne wieder rein in die Höhle, mache die 4-5 Wölfe weg, nehme meine Glühwürmchen und bin glücklich. Also mehr ist hier nicht zu tun und dann habt ihr halt den silbernen Federtierfuß und könnt dann 50% mehr Loot bekommen. So wie gesagt, hier unter uns direkt sind die Wölfe, ich glaube so 4 Stück an der Zahl, die hier unten sind. Und jetzt habe ich sie schon mal weggemacht, das habe ich rausgeschnitten, das brauchen wir ja nicht großartig. Ne? Hier vorne springen wir runter. Haben dann hier nochmal 2, 3 Wölfe, ich glaube 2 sind es an der Zahl, der eine geradeaus, da sehen wir ihn. Ne? Fackel seht ihr übrigens auch, ne? Wäre sehr praktisch mitzunehmen. Auch die bekommt ihr bei dem Händler, wo es den Reparatursatz gab. Und dann können wir hier die Glühwürmchen einsammeln. Na, da kam noch ein Wölfchen. Schnellreise zurück vorne ans Feuer, wieder rein in die Höhle, wieder Wölfe wegmachen, wieder Glühwürmchen mitnehmen. Die könnt ihr also auch wirklich ganz schnell farmen. Das ist genau wie beim goldenen Federtierfuß. Auch da waren die Zutaten wirklich sehr, sehr gut zu erfarmen. Und ihr könnt ja das hier meinetwegen gerne auch so machen, dass ihr dann hier, sage ich mal, euch erstmal so einen Satz holt an den silbernen Füßen, mit den silbernen Füßen dann wiederum die Vögel farmt, um damit viel mehr von diesen Krähenfüßen, nenne ich sie wieder, gedroppt zu bekommen, um dann halt einfach noch mehr herstellen zu können. Lohnt sich auf alle Fälle. So, jetzt sind wir zurück, gehen in die Objektherstellung, gehen hier auf den silbernen Federtierfuß, stellen das gute Stück her und dann achten wir nochmal ganz kurz drauf auf unsere Chance. Wir haben ja eine Entdeckungschance Standard hier momentan bei mir von 109% oder 109,0, wie es da steht. Und dann schnappen wir uns den Federtierfuß, vertilgen den. Ihr seht es, momentan habe ich die 109. Bevor ich ihn genutzt habe, habe ich hier 109 stehen. Jetzt werde ich den futtern. Na, schade, dass er da leider aus dem Menü rausgeht. Dann machen wir es halt wieder auf. Gehen wir mal auf Status
Und dann seht ihr hier, jetzt sind es 159%. Das war's. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Ich hoffe, es bringt euch viel, viel, viel fettes Loot mit 50% mehr Chance auf Loot. Denkt an den Daumen nach oben, wenn dem so war. Ja, abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.